Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich wieder eine Beautybox für euch. Und zwar eine, die ausschließlich mit veganen und tierversuchsfreien Naturkosmetikprodukten gefüllt ist. Die Vegan Beauty Basket ist bei mir angekommen. Ich freue mich sehr drauf, sie auszupacken und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine Beauty Box, die alle 2 Monate zu euch nach Hause kommt, so jetzt auch im November und dann die nächste wieder im Januar. Es gibt aber eine Sonderbox im Jahr und zwar die im Dezember, die Weihnachtsbox. Die ist auch schon verfügbar und noch verfügbar. Ich verlinke euch das alles mal in der Infobox, schaut da gerne einfach mal vorbei. Die reguläre Box kostet 23,30 Euro bis 27,90 Euro, je nachdem welche Aboform ihr wählt. Und so sieht sie immer aus. Es ist eine quadratische schwarze Box. Hier ist ein hübscher Aufkleber drauf, wo dann einfach nochmal Vegan Beauty Basket draufsteht. Das Logo und dann ist das hier so eingerahmt quasi von 2 Herzen. Ganz, ganz süß. Und in dieser Box hat man immer 5 Beauty-Produkte drin. Und das besonders Schöne dabei ist auch, dass man bei einem immer eine Wahlmöglichkeit hat. Das heißt, man bekommt vorab eine E-Mail zugeschickt und dann ist da ein Produkt abgebildet, wo man sich zum Beispiel die Farbe aussuchen kann oder den Geruch aussuchen kann und so weiter. Und das finde ich besonders schön, weil so das Ganze noch ein bisschen mehr auf einen personalisiert ist. Und das gefällt mir. Und jetzt nehme ich hier den Deckel mal ab und dann haben wir hier so ein richtiges Bündel, ein richtiges gepacktes Paket. Das sieht immer sehr, sehr hübsch aus. Und gleich obendrauf hat man immer ein kleines quadratisches Kärtchen mit einer Zeichnung. Und diese Zeichnung ist von der lieben Ina. Das ist auch die Inhaberin der Vegan Beauty Basket. Und die malt das immer selbst. Und das ist immer ein Katzenbild, was mir besonders gefällt, weil ich einfach ein Katzenfan bin. Ich habe ja auch eine Katze, Pinky heißt sie. Und hier haben wir diesmal eine Katze, die auf einer Teekanne sitzt und einen Tee trinkt und anscheinend regnet es um sie herum und der Tee scheint sie zu wärmen. Sehr, sehr hübsch. Hier hinten steht noch drauf, viel Freude mit der Box. Herzlichen Dank, liebe Ina. Die liebe Ina schickt mir die Box auch kostenfrei zu und ich darf sie euch darum einmal vorstellen und präsentieren. Und ich darf auch eine Box an euch verlosen. Also wenn ihr eine November-Ausgabe gewinnen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Katze. Damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ihr findet alle Teilnahmebedingungen auch nochmal in der Infobox. Die liebe Ina verschickt die Verlosungspakete dann selbst. Das heißt, eure Daten werden dann an sie weitergeleitet. Nur, dass ihr das auch einmal wisst. Und jetzt schauen wir uns aber mal endlich hier den Inhalt an. Ich öffne mal das Schleifchen und dann hat man immer auch eine Produktkarte mit dabei liegen. In der Produktkarte habt ihr alle Inhalte mit aufgelistet, Beschreibungen, die Inhaltsstoffe sind mit deklariert und auch Preisangaben stehen mit dabei. Das blende ich euch aber ein. Hier ist auch nochmal der Hinweis, limitierte Weihnachtsbox, ab sofort über unsere Website bestellbar. Die darf ich euch auch vorstellen, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen Backpapier. Das können wir einmal auswickeln, auspacken und dann schauen wir mal, wie sich das hier drin gestaltet. Und diesmal verrät uns der erste Blick noch gar nicht so viel, weil hier nochmal 2 Produkte extra eingepackt sind. Okay, so, wir starten mal mit etwas, was ich schon kenne, nämlich von We Love the Planet, ein Produkt haben wir hier, einen Lippenbalsam. Das ist die Variante Velvet Shine und der hat 4,9 Gramm. Nun bin ich mir gerade nicht sicher, ob der auch eine Tönung hat. Ich meine ja. Das ist hier eine komplette Pappverpackung, also sehr nachhaltig. Und hier steht Pearly and Vegan Lip Balm. Perfekt für einen subtilen Glow. Okay, also er wird so ein bisschen Glanz auf die Lippen zaubern. Dann sind hier auch schon die Inhaltsstoffe aufgelistet. Aber alles auf Latein und so weiter. Also da sind diverse Öle drin, wie Sonnenblumenöl, Rapsöl, dann ist da auch Kokosnussöl mit drin, Olivenöl, also ganz viele verschiedene pflegende Öle. Das finde ich sehr gut und ich glaube, den machen wir mal auf. Oh ja, es ist eine leichte Tönung hat der, aber ich glaube, man wird davon jetzt nicht viel auf den Lippen sehen. Ich werde den erstmal noch nicht swatchen, ich mache den erstmal zu. Der kommt in mein Backup und dann werde ich den mal testen.
Das nächste ist eine ziemlich große Flasche mit einem Pumper. Sieht total nett aus, weil hier auch so eine schöne Zeichnung auf dem Etikett mit drauf ist. Und das ist von der Marke Olfaktorisch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, denn es wird OE geschrieben. Es könnte auch Olfaktorisch sein. Und wir haben hier ein Cozy Rose Körperöl mit 50 Millilitern. Sieht in jedem Fall sehr vielversprechend aus. Rose ist auch ein schöner Bestandteil für so eine Körperpflege, macht viel Gutes für die Haut, hat Anti-Aging-Eigenschaften. Hier steht drauf, reichhaltige Pflege, ideal auch als Massageöl. Zur Babybauchpflege in der Schwangerschaft ebenso geeignet. Und das ist Mandelöl, Himbeersamenöl, Hanfsamenöl. Rose ist da mit drin, Mandarine, Rosengeranie und Benzoe ist da auch noch mit dabei. Nicht schlecht. Das werde ich ausprobieren. Mein Mann ist ja immer so lieb und massiert mich hin und wieder mal. Ich habe Skoliose, das heißt eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Und dadurch habe ich sehr oft auch mit Rückenbeschwerden und Verspannungen zu kämpfen. Und er ist immer so ein Schatz und so lieb und massiert mich dann einfach zwischendurch mal und versucht die Verspannungen zu lösen. Und da wird es sehr gut zum Einsatz kommen können. Jetzt haben wir hier eine schwarze Schachtel noch mit drin von der Marke Puro Bio und da haben wir ein Illuminante Liquido, ein Liquid Highlighter und das ist das Produkt, wo wir eine Wahloption hatten. Da gab es 3 verschiedene Farbtöne zur Auswahl für diesen flüssigen Highlighter und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche ich mir ausgesucht hatte. Ja. Ich habe die roséfarbene Variante ausgesucht. Ich mag solche flüssigen Highlighter sehr gerne verwenden, baue ich regelmäßig in meiner Make-up-Routine mit ein. Und zwar nehme ich dann gerne so ein Tröpfchen und verteile mir das auf die Wangen und anschließend mache ich erst die Foundation rüber, da gerade meine Wangenpartie sehr trocken ist und dadurch einfach nochmal so einen extra schönen Glow bekommt. Und ja, das sieht richtig gut aus. Wir haben hier eine Glasflasche, die ist mit einer Pipette ausgestattet. Hier steht noch Shake Well Before Use und wir haben hier 12 Milliliter drin. Und ich würde sagen, das swatchen wir auch gleich einmal. Also ich finde, das sieht so wirklich schon mal richtig gut aus. Von Puro Bio hatte ich, ich meine, das war auch in der Vegan Beauty Basket gewesen, mal einen Eyeliner, einen Gel-Eyeliner, den ich für die Wasserlinie immer verwende, im Farbton, welcher Farbton war das? Es war kein Weiß, sondern ja eher so ein bisschen beigefarbener und den verwende ich super gerne, vertrage ich super gut. Und wir haben jetzt einmal die Pipette. Oh, da kam jetzt ziemlich viel heraus. Hat eine schöne Textur. Ich habe jetzt viel zu viel genommen. Oh, das sieht schön aus. Also man könnte die natürlich auch theoretisch im Anschluss auf die höchsten Punkte nehmen. Ich würde mir dann einen kleineren Tropfen als wie das jetzt auf die Handfläche machen, würde mit dem Finger reintupfen und mir das dann eben dahin auftupfen, wo ich gerne den highlightenden Effekt gerne hätte. Und das sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Also der macht einen echt guten Eindruck. Er fühlt sich wässrig an mit leichten Ölbestandteilen. Also so ein bisschen was Pflegendes spüre ich da noch mit. Und der macht einen so schönen Glow. Also mir gefällt der sehr gut. Ich würde sagen, hiermit machen wir jetzt mal weiter. Ich wickel das mal aus. Oh schön, wir haben hier nochmal eine Pipettenflasche von Swim. Ich hatte die Marke auch schon mal und das sind Lipid Drops Lip. Also Lipide sind Fette und Drops Tropfen und das sind halt Öltropfen für die Lippen. Ein Lippenpflegeöl wird das sein. Sehr cool. Ich werde hier mal, weil hier nicht so viel auf der Flasche steht, auch mal in die Produktkarte reinschauen, was sie zu diesem Produkt dazu schreiben. Das Duo für zarte Winterhaut, der besondere Wirkkomplex der reizarmen Basispflege von Zwin, verleiht den Lipid Drops eine intensive Tiefenwirkung. Für jeden Hauttyp geeignet, hergestellt in Deutschland, parfümfrei und vegan. Man soll eine kleine Menge Base mit 2 bis 3 Tropfen Lipid Drops zu einem frischen Gel vermischen, morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Lipid
Drops können auch pur angewendet werden. Ich gehe mal von aus, wenn Sie jetzt hier schreiben Base, dass es eine Creme gemeint ist, in die man das reinmixen kann. Und ich glaube, Lip steht jetzt gar nicht für die Lippe, die Lippen, sondern ist einfach dann die Abkürzung für Lipide wahrscheinlich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man dieses Produkt durchaus auch auf die Lippen natürlich machen kann. Und ich vermute ja jetzt fast, dass wenn Sie hier das schreiben, 2 bis 3 Tropfen zu einer Base dazugeben und mischen, dass wir hier in dem zweiten eingepackten Teil die entsprechende Base noch mit drin haben. Ja, tatsächlich. Von Svyn haben wir hier einmal noch diesen Glastiegel. Ziemlich groß, 60 Milliliter sind hier drin, Wahnsinn. Und hier steht jetzt Base eben mit drauf und dann noch die Abkürzung BAS. Also ist es dann wirklich so, dass hier die Abkürzung LIP für Lipide steht und hier BAS für Base. Das heißt, man nimmt eine kleine Menge von dieser Basis, macht da ein paar von diesen Tropfen rein, mixt sich das dann ganz frisch zu einem Gel und pflegt damit seine Haut. Vielleicht für den einen oder anderen etwas umständlich. Ich finde es aber schön, dass sie auch schreiben, dass man diese Tropfen auch alleinig anwenden kann. Vielleicht kann man das dann auch durchaus nacheinander verwenden, dass man das eben nicht erst zusammenmixen muss. Ich denke mir aber immer, sie werden sich schon was bei denken, wenn sie schreiben, man soll das dann frisch zusammenmixen zu einem Gel und so. Also es klingt sehr, sehr spannend und interessant. Hier ist in jedem Fall, was ich auch gerade noch gesehen habe, ein 20% Rabatt. Code mit dabei, und zwar vegan20, also zusammengeschrieben vegan20, und den kann man auf der Homepage einlösen bis zum 31.01.2022 und bekommt dann eben 20% Rabatt. Finde ich sehr spannend. Ich werde mir auf der Homepage das auch nochmal genauer anschauen, inwiefern das dann funktioniert. Ich glaube, das wird einfach eine sehr reichhaltige, gute Pflege jetzt auch für den Winter sein, und das teste ich gerne aus. Hier habt ihr nochmal alle Produkte in der Box und ich blende euch dazu auch mal ein Gesamtbild ein. Für mich ist das hier so mit der Mix einer perfekten Box. Ich habe es gerne, wenn so ein Teil dekorative Kosmetik dabei ist und der Rest pflegende Geschichten, und die pflegenden Geschichten wirklich für den ganzen Körper sind. So hatten wir jetzt dieses Massageöl, wir hatten diese Lippenpflege und dann noch eben diese spannende Gesichtspflege. Und auch das finde ich besonders toll, weil es etwas Neues ist und man wirklich etwas Neues kennenlernen kann. Denn das ist ja oftmals auch ein Argument, warum man sich eine Beautybox bestellt, dass man eben Neuheiten kennenlernt, neue Dinge ausprobiert, seine Komfortzone verlässt und eben mal über den Tellerrand hinausschaut, was gibt es da so generell noch auf dem Markt. Und so kann man das wirklich auf eine gute Art und Weise und im Vergleich, wenn man es jetzt einzeln kaufen würde, natürlich auch günstiger testen. Und das finde ich sehr schön. Ich finde hier diese Highlighter Drops total cool von der Farbe, toller Effekt. Also ich bin mehr als zufrieden und ich bin gespannt, was ihr zum Inhalt sagt, ob ihr vielleicht auch hier von der Marke Svyn das schon mal ausprobiert habt. Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das nacheinander verwendet oder mixt, ob ihr das schon mal getestet habt, damit wir uns dann noch ein bisschen austauschen können. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Vergesst die Verlosung nicht. Ich schreibe euch alles dazu auch nochmal in die Infobox und dann könnt ihr einmal diese komplette Box gewinnen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und sage tschüss, alles Liebe, eure Nicole.